von drinnen klopft. Ich höre einen Hund. Ich kämpfe mir mal wieder riesig durch Gestrüpp durch. Auf der Suche nach einer Villa mitten im Wald. Und ich bin gespannt, ob ich sie finde. Und was sehe ich als erstes? Einen schön zugewachsenen Pool. Hier so richtig Verfall. Bäume liegen schon drin, Moos, Algen. Das Wasser auch nicht mehr ganz so klar, aber wenn man sich die Umgebung hier anguckt, so alles schon verfallen, alles schon zugewachsen, Moos an den, ich nenne es mal Etagen, umgefallene Bäume. Dann lassen wir mal den Pool hinter uns, laufen weiter und wie man sieht, da sieht man einen Teil von der Villa. Da ist der Haupteingang. Da war mal eine alte Terrasse. Und überall kommt die Natur zurück. Es ist wieder der Wahnsinn. Einfach im Wald stehen gelassen, vergessen und sich selbst überlassen. Von drinnen klopft. Er klopft. Gehen wir mal rein. Zuerst ein schönes kleines Badezimmer. Und dann, was ist das? Ein Schrank, ein Bett. Und wie immer, übelst viel Müll. Müll überall. Das ist Zimmer Nummer 6 übrigens. Wie man hier sieht, der Verfall von seiner schönsten Form. Jetzt sind wir hier in dem großen Eingangsbereich. Da oben hoch gehen wir später. Schauen uns erstmal hier unten im Erdgeschoss um, würde ich sagen. Wenn man sich das anguckt, da hat die Jugend gefeiert, gewütet und die Spuren hinterlassen. Ein Haufen Zigarettenstummel überall. Die Wand kommt runter, überall Graffiti. Das komplette Fenster, die ganze Front rausgeboxt, rausgeschlagen. Die Stühle und Sessel raus auf den Balkon geworfen. Es ist einfach nicht schön. So, gehen wir mal zurück und schauen, was so die nächsten Räume zu bieten haben. Dieser Raum komplett leer. Wirklich gar nichts. Vorne ist der Eingang und dann gehen wir mal hier weiter in diesen schmalen Gang und dann stehen wir in einer Küche. Also diese Küche, die ist wahnsinnig faszinierend. Wie immer alles aus den Schränken hier unten rausgerissen, aber es ist auch noch wahnsinnig viel Inhalt. Da haben wir alte verrostete Dosen. Das waren vielleicht mal Gewürzdosen, genau da hinten steht Grillgewürz. Dann da oben drin noch was. Alles schimmelig. Hier auch die Tür. Geschirr, auch noch einiges da. Hier so eine schöne alte Blechdose. Wie man es noch von der Oma kennt.
Ansonsten ein bisschen Inventar ist noch da, aber auch nicht mehr allzu viel. Küche, Onkel Bens Reis, überall Spinnweben, Dreck. Fernsehzeitschriften gibt es ja auch noch. Und für mich ein Kühlschrank, ne, mit Zimmernummern, wo hier zum Beispiel irgendwas Medizinisches drin stand. Manche gehen auch gar nicht auf. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Ich habe nämlich im ersten Moment gedacht, es sei eine Villa vom Besitzer von dem Pflegeheim zum Beispiel. Aber dieser Eindruck, der erste, der hat sich irgendwie für mich nicht bestätigt. Gehen wir mal den Gang hier weiter. Dass das so Jugendräume waren oder so ein Wohnheim. Hier. Da haben wir mal so ein eingerichtetes Zimmer. Hier steht jetzt das Bett. Da ist ein Schrank in der Ecke. Schön die Natur. Da haben wir noch den Tisch. Und noch ein Kleiderschrank. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier in diesen Räumen ein bis zwei Personen gewohnt und gelebt haben. Aber ansonsten suchen wir doch mal weiter, ob wir Hinweise finden, was das hier mal genauer war. Ein relativ großes, geräumiges Badezimmer mit Badewanne und Dusche, einer Toilette hier in der Ecke und einem Waschbecken. Und auch hier sieht man das an der Tür. Der ganze Putz, es bröckelt alles runter. Im nächsten Zimmer, ich glaube, ich mache da mal ein bisschen Licht. Da, die komplette Decke ist verschimmelt. Ich glaube, das ist richtig ungesund hier drin. Und auch auf dem Bett sind Teile der Decke einfach schon runtergefallen und runtergebrochen. Der Schrank komplett leer. Da ist nichts mehr. Gehen wir auf jeden Fall mal weiter zurück, wo wir hergekommen sind. Und mal hier die Treppe hoch in den ersten Stock. Vielleicht finden wir ja noch mehr Hinweise, wie lange das alles schon hier verlassen ist. Was es mal war. Ich bin gespannt. Aber fangen wir mal am Ende des Ganges an. Sind hier im ersten Obergeschoss. Das erste Zimmer. Da ein alter Badezimmerschrank. Komplett leer. Die Tapete hängt hier schon runter. Was hier ganz interessant ist, was mich fraglich stimmt, ein Pflegebett. War das dann vielleicht für pflegebedürftige Jugendliche, junge Erwachsene, Kinder? Schwer zu sagen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr davon denkt. Das war jetzt gerade Zimmer Nummer 10. Jetzt gehen wir mal den Gang weiter. Hier das nächste Zimmer. Sieht man vom Stil her gleich ganz anders. Es ist in Gelb gestrichen, anders gebaut, anders geschnitten. Und ein richtig schöner alter Schrank. Sowas ist immer toll, wenn man wieder sowas sehen kann, sowas findet. Das ist einfach auch die alte Kunst. Noch dasteht und nicht zerstört ist. Aber leider, dieser Schrank ist wirklich leer. Zimmer Nummer 8. Und ich bin hier tatsächlich der Meinung, das war so ein Jugendheim. Das sieht mir ganz stark nach einem Kinderbett aus oder Bett für Jugendliche. Auch die Wandfarbe, ja, neutral gehalten in diesem Fall. Aber
Hier, schaut euch das an. Verschiedenste Aufkleber. Was ich, denke ich, auch mal wirklich so Kinder, Jugendliche irgendwann mal draufgeklebt haben. Wir befinden uns hier immer noch in dem gleichen Zimmer. Nur der andere Blickwinkel. Hier haben wir, wie in jedem Zimmer fast, einmal einen Badezimmerschrank, ein kleines Waschbecken. Wilde Partys haben sie hier gefeiert. Schnapsflaschen überall. Da hinten auf dem Boden auch. Da unter der runtergebrochenen Decke oder zusammengebröselten Tapete. Immer wieder unglaublich. Welcome to the Blue Room. Das ist doch jetzt mal so ein Kinder- oder Jugendzimmer, wie man sich es vorstellt. Hier am Fenster. Sticker. Also, das muss doch jetzt ein Kinderzimmer gewesen sein. Hier auch das Bett. Schön in Blau gehalten. Ja, so ein Kind von 10 Jahren, vielleicht 11 oder 12, was hier gewohnt und gelebt hat. Der Dachboden, da schauen wir auch noch mal kurz hoch. Aber ist leer. Hier in dieser kleinen Ecke ein paar Bücher. Das ist ganz interessant, ein Kochbuch habe ich hier noch entdeckt. Und da sieht man alte Küchen. Also dieses Gebäude ist schon einige Jahre verlassen. Und schau noch mal im Keller vorbei. Und jetzt geht es da hinten noch mal hin und dann biegen wir in den Keller ab. Wie soll es anders sein? Keller dunkel. Hier steht einfach mal so random eine Tür rum. Auch lustig. Dann haben wir hier auch wieder relativ zugemüllt. Ein Zimmer mit zwei Betten. Einmal da, einmal da. So wie es aussieht, scheint hier der Nikolaus zu wohnen. Was mir hier sofort ins Auge gefallen ist, dieser schöne Kronleuchter. Noch vollkommen intakt. Sieht wirklich, wirklich schön aus. Und wenn ihr euch mal diesen Ausblick anschaut, raus und dann direkt in die Natur. In der Entfernung ist eine Straße, aber weniger störend. Die Schränke. Leer. Nichts mehr zu finden. Überhaupt gar nichts mehr. Und da ist auch alles leer. Ich habe hier in diesem Gebäude leider noch gar keinen Hinweis gefunden, wie lange das schon leer ist. Ein faszinierender Raum, in dem wir jetzt nebenbei angekommen sind. Wirklich im Gegensatz zu oben. Ein Unterschied. Schimmel, denke ich mal, Wasser. Oder ein Doppelbett. Es hat so ein bisschen wieder Hotel-Feeling, finde ich. Dann steht hier der Tisch. Schreibtisch ist da. Da so ein kleiner Couchtisch noch. Hier im Dunkeln nochmal ein schöner alter Holzschrank, auch wirklich noch komplett intakt. Keinerlei Beschädigungen. Hier haben wir alte Kronleuchter. Die haben schon über die Jahre wirklich, wirklich gelitten. Da sind noch Lampenschirme, die restlichen.
Und hier nochmal der Blick von der anderen Seite in das Zimmer. Hier haben wir noch ein geräumiges, großes Badezimmer mit einer Dusche und viel, viel, viel Spinnenweben. Weil ich ja Keller so mag, geht es jetzt nochmal weiter. Einmal ganz nach hinten durch. Wow, das hat was. Schaut es euch an. Ein Stuhl, ein Fernseher und da hinten in der Ecke ein Spiegel. Autoreifen kann man im Keller lagern, definitiv. Eine uralte Waschmaschine. Und da will ich jetzt überhaupt nicht reingreifen. Gehen wir in den nächsten Raum. Kühlschränke sind auch immer so prädestiniert dafür. Aber dieser ist leer. Gehen wir mal diesen wirklich schön verrotteten Gang. Ich höre einen Hund. Habt ihr das auch gerade gehört? Ein Hund. Wo ist der Hund? Ich ziehe mich mal wieder ein bisschen zurück ins Gebäude. Bin ein bisschen leiser. Muss ja nicht mehr auffallen, als es nötig ist. Ich will ja nichts sagen, aber diese Tür, die sieht mir ganz danach aus, als wollte da jemand mit dem Kopf durch die Wand oder eben durch die Tür. Egal. Von dort sind wir gekommen. Jetzt stehen wir auf der Rückseite vom Gebäude. Dornen, überall Dornen und Müll. Zusammengetretener Stuhl. Ein Kühlschrank ist da noch. So, da hinten liegt noch ein altes Fahrrad. Wenn man in diese Richtung guckt, da oben hängt noch eine alte verbogene Satellitenschüssel. Jetzt gehen wir noch einmal außen um dieses Gebäude rum und schauen, was wir noch so entdecken. Ich würde zu gern wissen, was in dieser Garage drin ist, aber ich war jetzt schon 3 oder 4 Mal sicherlich an dieser Location und immer war es zu. Was meint ihr? Was steht in der Garage? Habt ihr Ideen? Steht da ein Auto? Ist da ein Tresor mit Gold? Oder was könnte man da drin finden, dass die so gut gesichert ist? Es geht nochmal weiter. Hier auf dieser Seite die Garagenwand. Und dann befinden wir uns hier am Ausgangspunkt unserer Reise. Dort sind wir vorhin reingegangen. Mit der Villa im Hintergrund und dem Pool hier, würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Lost Places, Outdoor, Abenteuer, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wenn ihr mehr davon